So, moin moin, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja gesehen, was passiert, wenn bei der Taylor-Reihe das x0 gleich 0 ist. Und jetzt haben wir ein Beispiel, wo das x0 ungleich 0 ist. So, als kleine Randnotiz, ihr habt alle schon mal eine Taylor-Reihe in der Schule berechnet. Nämlich, ja, jetzt Trommelwirbel, ja, die Tangentengleichung. Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Das wäre halt eine Taylor-Reihe mit dem n gleich 1. Und dem Entwicklungspunkt, naja, je nachdem, wo eure Tangente halt liegt, ne? Und heute sollen wir eine Taylor-Reihe mit n gleich 2 in x0 gleich 1 berechnen. Also gegebene Aufgabe war das hier. Und die Funktion, die ist x² durch 1 plus x². Und jetzt habe ich hier mal die Formel aufgeschrieben, was ist, wenn x0 ungleich 0 ist. Also im Prinzip müssen wir jetzt so viele Ableitungen machen, wie unser n angibt. Wir haben n gleich 2, also müssen wir die erste und zweite Ableitung bestimmen. Das drückt auch dieses f hoch k aus. Zum Beispiel f hoch 0 wäre die Funktion an sich, f hoch 1 wäre die erste Ableitung. Wir gehen von k gleich 0 bis n, also bis 2. Also brauchen wir die f hoch 0 ist die normale Funktion, f hoch 1 ist die erste Ableitung, f hoch 2 ist die zweite Ableitung. Das müssen wir zuerst bestimmen, bevor wir das hier überhaupt machen können. Und dazu braucht ihr halt die Ableitungsregeln, die es gibt. F' von x ist, jetzt brauchen wir die Quotientenregel. Das war ja u von x durch v von x. Das ist dann u' von x. Das ist ja 2x mal v von x minus ux mal v' von x durch v von x². Jetzt können wir gucken, können wir das irgendwie vereinfachen. Das wäre hier 2x mal 1. 2x mal x² sind ja 2x hoch 3. Minus x² mal 2x minus 2x hoch 3. Also das kürzt sich weg. Das sind Nenner, lassen wir es so stehen. Das ist jetzt, oder lassen wir es so stehen. Wir multiplizieren es mal aus. Das wäre dann 1 plus 2x² plus x hoch 4. Okay, jetzt brauchen wir die zweite Ableitung. Wenn wir es so hätten stehen lassen, dann hätten wir die Kettenregel gebraucht, weil hier ist das Äußere, das ist das Innere. Aber so können wir es auch machen. Okay, u' ist 2 mal v ist das hier unten. Ach, hier kommt eine 2 hin. Minus u mal das hier abgeleitet. Plus 6. Plus 4x. Wieso habe ich da eine 3 im Kopf die ganze Zeit? Warum auch immer. Die 1 fällt weg. Jetzt, um das gleich einfacher auszurechnen, können wir sagen, wir haben hier das schon stehen. Und das quadrieren wir nochmal. Das ist ja dann 1 plus x² in Klammern hoch 2 und dann nochmal hoch 2. Und da kann man die Potenzen einfach multiplizieren. Das heißt, hier kommt eine hoch 4 raus, ja? Also wenn wir hier nochmal eine hoch 2 draufschreiben würden, also wenn wir das nochmal klammern würden, dann hoch 2, dann können wir die 2 mal 2 multiplizieren und das ergibt diese 4 hier. Jetzt können wir mal hier oben gucken, ob wir da noch was einfacher schreiben können. Multiplizieren wir erstmal aus. Plus 2x hoch 4 minus 8x hoch 4 minus 8x². Das hier unten lassen wir stehen. Jetzt gucken wir nochmal. Sortieren wir nach Potenzen. 2x hoch 4 minus 8x hoch 4, das ergibt minus 6x hoch 4. Das ist eh so ein kleiner Tipp von mir. Schaut euch, fängt mit der obersten Potenz an, guckt, was ihr da zusammenfassen könnt. Dann könnt ihr das entweder im Kopf streichen oder visuell auch, dass ihr das schon abgearbeitet habt, dass ihr alles mal durchgeht und nichts vergisst. Minus 4x² plus 2 durch 1 plus x² hoch 4. So, das ist jetzt unsere zweite Ableitung. Ja. Und die erste war hier. Vielleicht nicht so schön aufgeschrieben. Ich schreibe sie vielleicht nochmal schön auf. War ja 2x durch ich nehme einfach das hier. So. Und das ist unsere zweite. Okay. Jetzt können wir oben hier mit dieser Formel arbeiten, okay? Das heißt, wir fangen jetzt mit k gleich 0 an. Das ist dann f hoch
0 von x0, das können wir jetzt immer schon einsetzen, von 1 durch 0 Fakultät, das ist 1, mal x minus x0, das ist x minus 1 hoch 0. Also ja, fällt das so gesehen weg. F hoch 0 mit 1 eingesetzt, einfach die in die Funktion 1 einsetzen. 1 Quadrat durch 1 plus 1 Quadrat ergibt 1 halb. Dann haben wir jetzt für, also schreibe ich hier auf, k gleich 0. Jetzt kommt k gleich 1. F hoch 1 von 1 durch 1 mal x minus 1 hoch 1. F hoch 1 heißt jetzt die erste Ableitung, die haben wir hier aufgeschrieben, da setzen wir jetzt wieder 1 ein. Das ist 2 mal 1 durch 1 plus 1 Quadrat mal x minus 1. 2 durch 2 Quadrat, 2 Quadrat ist ja 4, also steht hier 2 durch 4, das können wir kürzen zu 1 halb. Und jetzt schließlich k gleich 2, weil wir bis 2 gehen, das haben wir ja hier oben durch das n gegeben gehabt, also durch t2. Okay. F von 2 mit 1 eingesetzt durch 2 Fakultät mal x minus 1, jetzt kommt hier oben die 2 hin. In die zweite Ableitung 1 eingesetzt, das ist minus 6 minus 4 plus 2 durch 1 plus 1 Quadrat, das ist 2. 2 hoch 4 ist 16. Und hier haben wir noch durch 2 Fakultät, also nochmal durch 2 mal x minus 1 Quadrat. Jetzt hier wichtig, hier wird nichts ausmultipliziert, lass das so. Wir schauen uns eigentlich nur immer diese AKs hier an. Das können wir vereinfachen. Minus 6, minus 4 ist minus 10, plus 2 ist minus 8. Durch 16 durch 2, das heißt, das ist dann 2 mal 16, wir nehmen Kehrwert. Oh, jetzt wird es eng. Minus 8, 32, das können wir nochmal schöner schreiben. 8, 16, 24, das ist dann minus 1 Viertel. X minus 1 Quadrat. Weil, naja, 8 und 32 kann man dann kürzen auf minus 1 Viertel, ne? Und jetzt können wir die ganze Reihe, weil die ganze Reihe ist ja, also, wenn man sich die Formel hier oben anschaut, ja, das ist ja f von x ist gleich die Summe, jetzt haben wir die einzelnen Sachen aufgeschrieben, das wäre jetzt noch nicht die Lösung. Das heißt, wir müssen jetzt, na, die einzelnen k-Glieder aneinander addieren, nicht multiplizieren, addieren natürlich. Das heißt, wir haben hier 1 halb plus 1 halb x minus 1 minus 1 Viertel x minus 1 Quadrat. Und das wäre jetzt unsere Lösung für diese wunderschöne Taylor-Reihe. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut da rein. Tschüss.